Finde in diesem Video heraus, welche Bandsäge die beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Die Sheppach HBS30. Dieses Modell wird oft als Einsteigermodell angesehen. Mit einem 350 Watt Motor erreicht sie eine Schnittgeschwindigkeit von 900 Metern pro Minute. Der stabile Tisch kann zwischen 0 und 45 Grad geschwenkt werden, um verschiedene Arbeitswinkel zu ermöglichen. Der leistungsstarke Induktionsmotor sorgt für einen ruhigen Lauf, was zu präzisen Schnittergebnissen führt. Die Bandsäge ist mit einem Längsanschlag für gerade Schnitte ausgestattet und wird mit einer deutschen Bedienungsanleitung geliefert. Die Durchlasshöhe erlaubt das Sägen von Werkstücken mit bis zu 80 mm Höhe. Sie eignet sich für Holz, Kunststoff und Aluminium, während härtere Materialien wie Stein besser mit hochwertigeren Sägen bearbeitet werden sollten. Die Sheppach HBS30 Bandsäge ist ideal für Hobbybastler und Modellbauer. Fazit: Die Sheppach Bandsäge ist ein empfehlenswertes Einsteigermodell für Hobbybastler und Modellbauer. Mit einem leistungsstarken Induktionsmotor, einem verstellbaren Tisch und einem Längsanschlag ermöglicht sie präzise Schnitte und vielseitige Arbeitsmöglichkeiten. Ihr robustes Design verspricht eine langanhaltende Nutzung und macht sie zu einer zuverlässigen Wahl für verschiedene Heimwerkerprojekte. Die Einhell TC-SB200-1. Einhell bietet diese Bandsäge als eine kraftvolle Basismaschine an, die sich preislich im Einsteigerbereich befindet. Obwohl es sich nicht um ein Profigerät handelt, erfüllt sie dennoch viele Anforderungen für Heimwerker. Der Motor hat eine Leistung von 250 Watt und der Tisch ist stufenlos von minus 2 bis 45 Grad neigbar, was Gehrungsschnitte ermöglicht. Der höhenverstellbare Tisch erlaubt eine maximale Werkstückhöhe von 80 mm. Mit dem mitgelieferten Parallelanschlag können präzise Schnitte durchgeführt werden. Das Wechseln des Sägebandes funktioniert bei dieser Bandsäge ohne zusätzliches Werkzeug. Der Sägeblattstabilisator kann mehrfach eingestellt werden, um ein feineres Schnittbild zu erzeugen. Die Bandsäge ist laut Hersteller für Holz, Kunststoff und leichtere Metallarbeiten geeignet, jedoch nicht für schwere Stahl- oder Eisenstücke. Die Höhenverstellung des Tisches dient hauptsächlich dazu, die Durchlasshöhe an das zu bearbeitende Material anzupassen, was die Sicherheit erhöht und das Risiko vermindert, mit den Fingern in das laufende Sägeband zu geraten. Fazit: Die Einhell Bandsäge ist eine leistungsfähige Basismaschine, die sich besonders für Heimwerker und Einsteiger eignet. Mit ihren verstellbaren Funktionen ermöglicht sie präzise Schnitte und bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für Holz, Kunststoff und leichtes Metall. Die einfache Handhabung und der Sägeblattschutz tragen zur Sicherheit während des Arbeitens bei. Die Proxon Mikrobandsäge MBS 240-E. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine kompakte Bandsäge, die nur 7,78 kg wiegt und eine maximale Höhe von 52 cm hat. Daher empfiehlt es sich, die Säge auf einem stabilen Untergrund wie einer Werkbank zu montieren. Ein großer Vorteil ist jedoch, dass sie wenig Platz beansprucht und aufgrund ihres vergleichsweise günstigen Preises eine kostengünstige Option ist. Die Bandsäge verfügt über eine Ausgangsleistung von 85 Watt, was sie weniger für große Werkstücke geeignet macht. Der Arbeitstisch kann um bis zu 45 Grad für Gehrungsschnitte geneigt werden. An der Seite der Säge ist eine Tabelle aufgeklebt, die angibt, mit welchem Sägeblatt bestimmtes Material am besten gesägt werden kann. Ein Sägeband mit einer Stärke von 0,4 mm ist im Lieferumfang enthalten, weitere Blätter können beim Hersteller erworben werden. Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar und liegt zwischen 180 und 330 Metern pro Minute. Fazit: Die kompakte Bandsäge eignet sich besonders für kleinere Projekte und Heimwerker mit begrenztem Platzangebot. Mit ihrer einstellbaren Bandgeschwindigkeit und der Möglichkeit zur Gehrungsschnittausführung bietet sie dennoch eine gewisse Vielseitigkeit. Das Führungssystem erfordert präzise Einstellungen für beste Ergebnisse. Für den Preis ist es eine erschwingliche Option, aber sie sollte aufgrund ihrer Leistungsgrenzen nicht für größere Werkstücke verwendet werden. Die Absaugvorrichtung trägt zur Sauberkeit und Sicherheit beim Arbeiten bei. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt.